Willkommen im Erfolgsgedanken-Podcast. Wenn du das Verlangen nach einem außergewöhnlichen Leben hast, das nicht nur durchschnittlich ist, sondern dich wirklich glücklich macht, das gleichzeitig herausfordernd, freudig und interessant ist, du bist am richtigen Ort. Um das zu erschaffen, benötigst du ein gutes Mindset, wirkungsvolle Strategien und beständigen Wachstum in jedem Lebensbereich. Das ist, was der Erfolgsgedanken-Podcast für dich machen kann, weil Erfolg ist eine Entscheidung. Jetzt, hier sind Chris und Max. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder live mit der nächsten Podcast-Folge. Yes. Fülle ist dein Geburtsrecht. Das hat uns nur vermutlich hat dir das niemand erzählt. Und das ist okay. Das hat mir auch niemand erzählt. Aber das zu realisieren, was es wirklich bedeutet, wenn du in Fülle lebst, wenn du dir erlaubst, Fülle zu empfangen, Fülle zu geben und dieses Leben in Fülle zu erleben, dann wirst du überrascht sein, wie gut dein Leben werden kann. Und genau das wollen wir uns in dieser Folge angucken, Max. Yes, richtig. Ja, ich glaube, die größte Frage, die den meisten Leuten sofort in den Kopf schießt, ist, was bedeutet Fülle? Fülle bedeutet, dass es... wir dürfen es aus zwei Perspektiven sehen. Wir dürfen es einmal aus der Wettbewerbsperspektive sehen und wir dürfen es einmal aus der spirituellen Perspektive sehen. Nicht spirituellen, sondern aus einer kreativen, erschaffenden Perspektive. Das heißt, wir haben eine Wettbewerbsperspektive und eine erschaffende Perspektive. Die Wettbewerbsperspektive ist eine von Mangel. Das sind andere Marktteilnehmer, es ist zu wenig da, wir brauchen Marktteile, wenn ich was von dem Geld bekomme, dann schneide ich was von dem Kuchen ab und dann haben andere weniger, andere auf der Welt sind auch in Armut und anderen Menschen geht's auch schlecht und es ist von allem viel zu wenig da. Ja. Und das ist... Diese krasse Konkurrenzverteilung. Konkurrenzdenken, voll. Ja. Null erschaffen, keine Co-Creation, sondern Competition. Ja. Und das ist okay. was das ist oder was das bedeutet oder wie das überhaupt entstehen kann, dass Menschen in so einen Zustand kommen, wo die in der Lage sind, einen Mangel an Dingen zu erleben, ist, warum? Weil die durch ihre Sinne leben. Das heißt, hören, sehen, fühlen, riechen, schmecken. Visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch, die fünf Sinne. Und darüber erleben wir Welt. Das heißt, diese Menschen, die in Mangel leben, die leben hauptsächlich von außen nach innen. Yes. Von außen nach innen. Und dadurch entsteht Mangel. Und das ist okay, weil das ist die beste Option oder das war die beste Option bis gestern. Jetzt, was bei Menschen ist, die erschaffen, die in einem kreativen Feld sind, bei denen sieht es ein bisschen anders aus, weil... Die leben von innen nach außen. Was bedeutet das? Wir haben, das gibt eine Sache, die uns vom gesamten Tier- und Pflanzenreich unterscheidet. Und das sind unsere höheren Fähigkeiten. Was sind die höheren Fähigkeiten? Unsere höheren Fähigkeiten ist erstens die Vorstellungskraft, zweitens die Willenskraft, drittens die Fähigkeit zu denken, viertens die Fähigkeit, die Perspektive zu verändern, fünftens die Fähigkeit, uns zu erinnern. Und was war das sechste? Vorstellungskraft, die Intuition. Willenskraft und die Intuition. Genau. Richtig. Die Intuition, die sechs höheren Fähigkeiten. Diese sechs höheren Fähigkeiten gucken wir in dieser Folge nicht im Detail an. Ganz einfach gesagt, du hast die Fähigkeit zu denken, eine der höheren Fähigkeiten. Das heißt, du kannst darüber nachdenken, was ist das, was du willst? Was ist das Leben, was du leben möchtest? Das Ergebnis, ich sag das auf Englisch, weil ich kann es noch nicht so gut ersetzen. The result or our results show how aware we are of the beautiful truth that we can have everything we want or need to live the life we choose. Unsere Ergebnisse zeigen unser Verständnis darüber, wie gut wir diese wunderschöne Wahrheit verstehen, dass wir alles im Leben haben können, was wir haben wollen,
oder was wir brauchen, um das Leben zu leben, wofür wir uns entscheiden, welches wir leben wollen. Noch nicht so im deutschen Sprachfluss, aber kommt mit der Zeit. Das heißt, du kannst darüber nachdenken, was ist das Leben, was du leben möchtest. Über deine Fähigkeit des Denkens, über deine Fähigkeit der Vorstellungskraft kannst du ein Bild in deinem Geist zeichnen, ein Gefühl dessen entwickeln, ein Gehör dafür entwickeln, was du erleben möchtest. Du kannst in dir eine Landkarte erschaffen dessen, des Lebens, was du erleben möchtest. Und das heißt, du lebst dann von innen nach außen. Alles auf dieser Welt, alles, ausnahmslos alles, was von Menschen erschaffen wurde, wurde durch die höheren Fähigkeiten ins Leben gebracht. Der Computer, das Mikrofon, was hier vor mir steht, das Telefon, über was wir telefonieren, die Kaffeetasse, der Holztisch, die Kopfhörer, die Tür, das Fenster, die Couch, alles, alles, ausnahmslos alles, war mal eine Idee im Geist eines Menschen. Das heißt, ein kreativer Gedanke, und wir sind unbegrenzt, wir sind unlimitiert in der Menge und Art und Weise der Gedanken, die wir denken können. Es ist eine unbegrenzte Fülle an Gedanken und es ist eine unbegrenzte Fülle an kreativem Potenzial da. Das heißt, wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es erschaffen, wenn du es wirklich haben willst. In dem Moment, wo wir von innen nach außen leben, sind wir in einem erschaffenden Modus. Da existiert kein Wettbewerb, da gibt's nur Fülle. Aus der Fülle nimmst du Fülle und es bleibt Fülle. Was bedeutet das? Wenn du dich hinsetzt und einen Atemzug nimmst, einmal tief einatmest, dann nimmst du aus der Fülle Fülle, so viel wie du brauchst. Und dann atmest du wieder aus und du gibst Fülle in die Fülle zurück. Und es bleibt Fülle. Wenn du in den Supermarkt gehst oder in den Bioladen, dann kannst du da einkaufen und du nimmst dir vielleicht ein paar Nudeln mit, vielleicht was Gemüse, vielleicht was Obst, vielleicht einen Fisch, keine Ahnung, auf was auch immer du Geschmack hast. Und du nimmst aus der Fülle in dem Supermarkt was raus, dennoch bleibt Fülle. Wenn du in einen Computerladen gehst und dir ein neues MacBook kaufst oder ein iPad oder einen Windows-PC oder was auch immer, dann nimmst du aus der Fülle von PCs einen PC raus und es bleibt dennoch Fülle. Wenn wir mehr PCs brauchen, werden mehr PCs erschaffen. Wenn wir mehr Nähmaschinen brauchen, werden mehr Nähmaschinen erschaffen. Das heißt, wir finden immer kreative Lösungen und das ist, wie alles in der Welt erschaffen wurde. Das heißt, du bist nur limitiert durch deine Vorstellungskraft und es existiert nur Fülle. Außer, wenn du in Mangel denkst. Wenn du denkst, dass es Mangel gibt und wenn du Mangel erlebst, dann erschaffst du Mangel. Wenn du in Fülle denkst, kannst du nur aus der Fülle Fülle nehmen und mehr Fülle erschaffen. Richtig. Ja, ich glaube, eine sehr, sehr wichtige Verknüpfung, die man dabei machen kann, ist, wenn man sich mal die letzte Folge anguckt, die wir aufgezeichnet haben, Manifestieren, und die jetzige. Der einzige Unterschied im Grunde ist ja zwischen Menschen, die im Mangel und im Wettbewerb leben und den Menschen, die in Fülle leben, ist, die einen nutzen ihre äußeren Fähigkeiten, also sehen, hören, riechen, schmecken, um Mangel in dem Sinne sich zu manifestieren. Also sie sehen sich den Mangel an und manifestieren daraus mehr Mangel. Oder die Menschen, die in Fülle leben, nutzen ihre inneren Fähigkeiten, um sich Fülle zu manifestieren. Das ist der einzige Unterschied. Da kann, glaube ich, die letzte Folge auch nochmal sehr, sehr stark helfen, wenn man da die beiden nochmal verknüpft. Ja, und mega guter Hinweis. Nochmal zurückspringt. Mhm. Letztes Jahr am Cyber Monday, am Black Friday und Cyber Monday. Ich glaube, das ist bei uns in Deutschland Halloween. An diesen zwei Tagen hat das Unternehmen Amazon, und wie hat Amazon angefangen? Amazon war ein Nerd, der einen Online-Buchladen erschaffen hat, und dieser Buchladen war ziemlich schlecht. Und dieser Typ, der hat da irgendwie in einem Online-Buchladen Bücher verkauft, und der hatte eine Vision, der hatte eine Idee in seinem Geist. Und diese Idee hat er anderen Menschen erzählt. Und dann hatte er 30 Menschen um ihn herum. Und die haben alle an dieser Idee gearbeitet, um das zu manifestieren, um diese Idee in eine physische Realität zu bringen. Und dieser Typ, der heißt Jeff Bezos, und der konnte die Leute für entweder ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht bezahlen. Und die Leute haben geguckt, wo die über andere Quellen Geld reinbekommen, und weil die so sehr an diese Idee geglaubt haben und es unbedingt manifestieren wollten,
so wie damals Henry Ford, wo es den, und wenn wir nur 150 Jahre zurückgehen, da gab es noch keine Autos. Das ist noch gar nicht so lange her. Wenn so du krass. Vor 150 Jahren, ja. Ihr kennt das Beispiel, wenn ich dir da gesagt hätte, hey Max, in 150 Jahren werde ich in die Luft sprechen und habe ein kleines Plastikteil im Ohr oder ich werde in ein Kabel reinsprechen und da zig Kilometer entfernt hört mich jemand zeitgleich. Hätten die gesagt, Alter, was ist mit dir verkehrt? Das ist verrückt, das. Oh, was ist denn das? kreatives Potenzial. So haben wir die AirPods bekommen. So haben wir Bluetooth-Kopfhörer bekommen. So haben wir Lautsprecherkabel bekommen und Mikrofone und so weiter. Und Henry Ford wusste, wenn er es in seinem Geist klar sehen kann, kann er es manifestieren. Und seine Techniker und die Leute, die das umgesetzt haben, die sind nach 3 Monaten, nach 6 Monaten sind die immer wieder zu ihm hingekommen und haben gesagt, Mr. Ford, es kann nicht gemacht werden. Wir können diesen Motor nicht bauen. Und Henry Ford hat gesagt, geh weg und tu's. Und Henry Ford hat den Gehaltscheck geschrieben. Und daraufhin sind die weggegangen und haben es gemacht. Nach 9 Monaten war der Motor erfunden. Und fast der ganze Fortschritt und ein Großteil des Fortschrittes ist, weil wir Autos haben, weil wir Transportmöglichkeiten haben, weil wir Flugzeuge haben. Das ist die gesamte Weltwirtschaft basiert auf so ein paar wenigen Leuten, die von innen nach außen leben, die ihr kreatives Potenzial nutzen, um zu erschaffen. Und so hat es auch Jeff Bezos gemacht. Und Jeff Bezos hatte diese Vision von Amazon. Und irgendwann ist es Amazon geworden. Das war mal nur eine Idee in seinem Kopf. Das könntest du sein mit einer Idee in deinem Kopf. Und du kannst zu mir kommen und sagst, hey, ich habe hier eine Idee. Das könntest du sein, liebe Hörer. Es ist kein Unterschied, weil wir alle dieses kreative Potenzial haben. Wir alle haben die höheren Fähigkeiten und dieses Universum funktioniert nach Gesetzmäßigkeiten. Und wenn du diese verstehst und nutzt, wenn du die Wirkungsweise deines Geistes verstehst und nutzt, dann kannst du erschaffen. Und dann am Black Friday und Cyber Monday letztes Jahr hat das Unternehmen Amazon 16 Milliarden Umsatz gemacht. An 2 Tagen 16 Milliarden, das sind 16.000 Millionen. 16.000 Millionen. 1 Million sind gute 83.000 Euro im Monat. 83.000 Euro im Jahr sind, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Euro im Monat. Das ist enorm. Das ist eine Menge Geld. Aus der Fülle nahm er Fülle und es blieb Fülle. Die Leute, die die Sachen gekauft haben, sind in größerer Fülle. Die Leute, die auf Amazon sind und die Produkte anbieten, sind in größerer Fülle. Die Firmen, die die hergestellt haben, sind in größerer Fülle. Jeff Bezos ist in größerer Fülle. Familien werden ernährt. Doktoren können bezahlt werden. Menschen leben gesünder. Menschen leben glücklicher. Alles, weil da ein Mensch war, der eine Idee hatte und an diese Idee geglaubt hat. Und dann hat er diese Idee in die Realität gebracht, hat es manifestiert. Aus der Fülle nahm er Fülle und es blieb Fülle. Wenn du jetzt hergehst und sagst, hey, ich würde gern 200.000 Euro mehr auf mein Konto haben, dann ist das am Anfang nur eine Idee. Das Einzige, was dich davon unterscheidet, von jemand, der die 200.000 Euro auf seinem Konto manifestiert, und zwischen dir, wenn du es nicht tust, ist, ob du diese Idee annimmst, dass du aus der Fülle Fülle nehmen kannst, und ob du dafür positive, bestärkende Glaubenssätze hast, ein positives Selbstbild, oder ob du ein limitierendes Selbstbild hast, negative Glaubenssätze und ob du in Mangel denkst. Und beides kannst du entscheiden, ob du dir Mangel erschaffst oder ob du dir Fülle erschaffst. Richtig. Das ist der Unterschied, ob wir, wie Bob es mal beschrieben hat, the animalistic part of our mind, sozusagen einfach nur, okay, wir leben von außen nach innen, wir reagieren. Was macht das Tier? Es reagiert einfach nur auf eine Situation. Das ist einfach von außen nach innen leben, das ist leicht. Das nächste ist dann ja die Mass Consciousness. You just follow the crowd. Also wir sehen einfach... Massenbewusstsein, wo man einfach blindes Folgen richtig. Der Herde sozusagen. Richtig. Alle verdienen wenig Geld, dann verdiene ich auch wenig Geld. Alle sind unglücklich richtig. Und gehen depressiv in die Arbeit, ja, dann mache ich es halt auch. Bullshit. Und sie können ja nicht alle falsch liegen, so. Ja. Das ist ja immer die schönste Aussage. Können ja nicht alle falsch sein. Das Schöne ist, wenn man sich mal, das war, Earl Nightingale hat es mal gesagt, wenn du 100 Menschen in eine Richtung laufen siehst und 2 Menschen in eine andere Richtung und du denkst nicht nach und folgst den 2, dann wirst du wahrscheinlich nie wieder einen Fehler in deinem Leben machen, weil die Masse immer, historisch gesehen, immer in die falsche Richtung gelaufen ist. Und das sehen wir auch, wenn wir irgendwie in eine große Firma gehen, um, was weiß ich, nachmittags, die Uhr schlägt
die volle Stunde und alle laufen zum Mittagessen. Egal, ob sie Hunger haben oder nicht. Es ist einfach Mittag. Jetzt wird gegessen. Herdentrieb. In dem Hast du Hunger? Ja. Nee, aber es ist Mittagszeit. Es wird halt gegessen. Richtig. Richtig seltsam. Aber trotzdem funktioniert es irgendwie in der jetzigen Welt so. Und das nächste, the next level of awareness oder consciousness ist dann ja Aspiration. Du entwickelst ein Verlangen für etwas, was du wirklich willst. Du fängst an zu denken und bildest eine Idee in deinem Kopf, baust ein Bild auf, wo du sagst, ja, Mann, das will ich auf jeden Fall. Was? Und dann, was du leben willst. Ja, richtig. Und dann baust du daraus das Ganze immer mehr auf. Dann erstmal Experience, also du arbeitest dran, immer wieder wiederholen, ständig aufeinanderfolgende Wiederholung, wodurch wir auch schon, wie wir uns schon angeguckt haben, die Paradigmenwechsel hervorrufen, wie beispielsweise das Kind, was immer wieder Fahrrad fährt. Es sieht das Fahrrad, denkt sich, ja, ich will jetzt Fahrrad fahren. Setzt sich aufs Fahrrad und fällt immer wieder hin. Experience. Und dadurch werden wir immer besser und bringen das Ganze dann irgendwann zum Mastery. Und meistern unser Leben. Und meistern das, worin wir gut werden wollen. Und ja, erschaffen von innen nach außen über unsere höheren Fähigkeiten aus der Fülle heraus die Realität, die wir wollen. Das ist eine kleine, ausgewählte Gruppe an Menschen, die das tut. Und diese kleine, ausgewählte Gruppe an Menschen hat einen enorm höheren Lebensstandard, weil die den Mut haben, von innen nach außen zu leben. Weil die realisieren, es ist nur Fülle da und aus der Fülle nimmst du Fülle und es bleibt Fülle. Und wenn es mehr Fülle braucht, dann wird eben mehr Fülle erschaffen. Und das Einzige, um das zu vermeiden und zu verhindern, ist, indem du den Glauben daran, dass Fülle existiert, ablehnst und in Mangel denkst. Irgendwo habe ich es letztens gehört, dass alle Krankheit des Menschen geschaffen. So weit will ich jetzt gar nicht gehen, aber aller Mangel ist Menschen geschaffen. Wenn du in Fülle denkst, ist es unvermeidbar, dass du mehr Fülle erschaffst. Und deshalb werden die Reichen immer reicher, die Armen immer ärmer. Weil die Armen, und ich arbeite ja mit Leuten in Afrika zusammen, wo wir Schulen aufbauen. Wir haben übrigens innerhalb von einer Woche über 50 neue Studenten in die Schule eingetragen. Über 50, so wegen einer Session, wo ich ein bisschen was über Fülle erzählt habe. Bäm, Schwingung angehoben und zack, 50 neue Leute eingetragen, bei anderen Events eingeladen wurden, wo die Schule beworben werden darf und zack, 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 zack. Und das ist faszinierend, wo ich angefangen habe, da zu arbeiten in Afrika, wie viel da Mangel war. Mangeldenken, nicht Mangel, sondern Mangeldenken. Die physische, die Manifestation dessen war dann Mangel. Und jetzt verändern wir die Ideen in Richtung Fülle und immer mehr Fülle und bam, auf einmal erleben die in Afrika Fülle. Und je mehr es wird, desto mehr wird's. Und das ist so geil, dir das zu erlauben. Diesen Genuss, diese Freude, diese Begeisterung zu erleben. Wenn du realisierst, shit, es existiert echt Fülle. Und ich lebe, und das ist noch geiler, wenn du dann erlebst, wie du immer mehr Fülle erschaffst und in immer mehr in größere Fülle lebst und wie plötzlich die Menschen um dich herum in größere Fülle leben und wie es deiner Familie plötzlich besser geht und deinen Freunden und Bekannten und die ganze Welt einen positiven Einfluss hat dadurch, dass du dir erlaubst, in Fülle zu leben. Richtig, und das ist auch der Punkt, an dem es dann Klick macht. Viele Leute sagen immer, okay, aber wie soll ich das anfangen? Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn es am Anfang holprig ist und wenn das ein bisschen länger dauert und wenn das halt einfach schwierig ist. Denken ist die schwierigste Arbeit, die wir auf dieser Welt haben. Mentale Aktivität ist nicht Denken. Das ist ein großer Unterschied. Und es ist am Anfang, wenn man damit anfängt, nicht leicht zu sagen, okay, ich habe hier Mangel und ich erschaffe mir daraus Fülle. Es ist am Anfang, kann es schwer sein, Fülle zu denken, während man von Mangel umgeben ist. Aber das Schöne ist, je weiter man das spinnt und je weiter das geht und sobald dann irgendwann das anfängt langsam zu rollen, dann ist es ein Zug, der immer schwieriger aufzuhalten ist. Weil man immer mehr daran denkt, man wird auch darin wieder, das ist dann auch wieder die Experience, die man zur Mastery bringt. Ja, du kannst nur eine oder drei Sachen. Du kannst jeden Tag dich für eine Minute oder für 30 Sekunden, kannst du dich für 30 Sekunden hinsetzen und kannst mal gucken, wo in deinem Leben erlebst du denn gerade Fülle? Wo hast du denn Fülle? Ist es eine Fülle an Luft? Ist es eine Fülle an Kleidung? Mehr Kleidung, als du jetzt auf einmal anziehen kannst? Ist es eine Fülle an Essen in deinem Haushalt? Mehr Essen, als du jetzt in diesem Moment, an diesem Tag essen kannst?
Ist es eine Fülle an Spielsachen? Ist es eine Fülle an wie nennt man das denn, an Möbeljahr? An Möbeln, an Tischen, an Stühlen und so, mehr als du jetzt in diesem Moment nutzen kannst. Ist es eine Fülle an technischen Möglichkeiten, mit denen du noch mehr Fülle erschaffen kannst. Und wenn du realisierst, dass du jetzt mega ultra viel Fülle hast, es ist unvermeidbar, wenn du im deutschsprachigen Raum bist, ist es unvermeidbar, dass du nicht in Fülle lebst. Das Realisieren dessen, okay. Aber du hast von so vielen Dingen so viel mehr, als du jetzt nutzen kannst. Und es klingt vielleicht banal, aber je mehr du dir das erlaubst, es wahrzunehmen, wie viel Fülle dich eigentlich umgibt und wie viel mehr Fülle da ist und wie viel mehr Fülle du auch morgen und in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer mehr erleben wirst, je mehr du dir erlaubst, diese Fülle wahrzunehmen, diese Fülle wirklich zu spüren in jeder Zelle deines Körpers, desto mehr von dieser Fülle erlebst du, desto mehr von dieser Fülle nimmst du wahr, dadurch erschaffst du mehr Fülle, dadurch denkst du mehr Gedanken, die in Harmonie mit Fülle sind, desto dankbarer bist du für diesen unbegrenzten Vorrat an Luft. Mehr Essen, als du jetzt essen kannst, mehr Möbeljahr, mehr Kleidung, mehr Freunde, mehr technische Möglichkeiten, unbegrenztes kreatives Potenzial. Das gibt so ein schönes Beispiel, dass wir alle haben die Fähigkeit zu denken. Und manche Menschen denken darüber nach, dass sie sich ein neues Auto kaufen wollen und gehen in ein Autohaus und denken darüber nach, wie die das Auto kaufen können. Und ein anderer Mensch nutzt genau in der gleichen Zeit die genau gleiche Fähigkeit des Denkens und überlegt sich, wie er das ganze Autohaus kaufen kann und eine Villa an Autos hat. Es ist die gleiche Zeit, der gleiche Aufwand. Es braucht nicht mehr Aufwand, es braucht nicht mehr Energie, wenn du große Ziele im Leben hast. It doesn't take more effort. Nee, wie heißt das auf Englisch? To aim high in life. Yes. Das ist dieses dir wirklich zu erlauben. Was ist das Leben, das du wählen möchtest zu leben? Welches Leben möchtest du wählen? Your results show how aware you are of the beautiful truth that you can have anything you ever want or need to create the life you choose. Or to live the life you choose. Das ist so powerful, das ist so kraftvoll. Aus der Fülle nimmst du Fülle und es bleibt Fülle. Abundance. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Okay. Das ist immer wieder zu realisieren und mir dessen echt immer wieder bewusst zu machen. Wow. Wie geil ist das denn? Und je dankbarer du für die Fülle bist, die jetzt da ist, desto mehr Fülle erschaffst du, weil da deine Energie hinfließt. Wo auch immer die Energie hinfließt, das wächst. Wenn deine Energie auf ein giftiges Kraut oder auf Unkraut in deinem Garten geht und du deine ganze Energie auf das Unkraut legst und das Unkraut wässerst und nährst und dem ganz viel Aufmerksamkeit gibst, dann wird nicht das grüne, saftige Gras wachsen, dann werden nicht die schönen Blumen wachsen, dann werden nicht die Früchte wachsen, dann werden nicht die Fruchtsträuche oder Bäume oder was auch immer wachsen. Außer es regnet, weil in der Natur Fülle ist. Wenn du allerdings deine Energie auf das lenkst, was du möchtest, was wächst, das, was dich ernährt, das, was dich glücklich macht, das, was dich gesund macht, je mehr Energie du dahin lenkst, je mehr du das wässerst und gießt, dem Liebe gibst, Aufmerksamkeit, Nähe, Dankbarkeit, dann wächst genau das, was du möchtest. Es ist die gleiche Sache in einer anderen Qualität. Auf beide Arten und Weisen erschaffst du. Und es ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach so. Es ist weder gut noch schlecht, außer unser Denken macht es so. Über unser Denken können wir bewerten, ob was gut oder schlecht ist. Ist der Raum, in dem ich bin, groß oder ist der klein? Der Raum ist einfach. Ist dieses Mikrofon vor mir groß oder klein? Das Mikrofon ist einfach. Ist diese Podcast-Folge gut oder schlecht? Ich finde, die ist mega gut. Aber die Wahrheit ist, die Folge ist einfach nur. Es ist so, wie es ist. Ralph Waldo Tyne hat es gesagt. Und das ist krass, das zu realisieren. Je mehr Energie in Fülle fließt in deinem Bewusstsein, desto mehr Fülle erschaffst du auf deinem Bankkonto, in deinem Familienglück, in deiner Gesundheit, you name it. Du nennst es.
Richtig. Richtig. Ja, du hast doch eben was echt Schönes gesagt. Noch, es ist, du meinst, es ist wundervoll zu realisieren, also immer mehr zu realisieren, wie enorm die Dinge sind, über die wir hier gerade sprechen. Wie zum Beispiel, wie enorm umfangreich es ist, immer wieder mehr zu realisieren, wie umfangreich das Thema Fülle ist und ähnliches. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer echt coolen Frau und die meinte auch zu mir, ich habe immer das Gefühl, es ist irgendwie immer das Gleiche, aber ich verstehe es trotzdem irgendwie nicht komplett. Es sind immer wieder genau die gleichen Sachen, es sind teilweise sogar genau die gleichen Sätze, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es macht bei mir nicht Klick. Und das ist auch okay. Es ist tatsächlich, es steckt so viel tiefer noch mehr dahinter, was man immer wieder hinterblicken kann. Und immer wieder, je öfter man das hört, ich könnte mir diesen Podcast, den ich jetzt gerade mit dir aufzeichne, tausendmal anhören und tausendmal selbst anhören und würde immer wieder neue Dinge darin sehen, was du gesagt hast und darin sehen, was ich selbst gesagt habe. Ja. Das ist enorm. Ja, das geht mir auch so. Weil, und das ist nicht, weil in dieser Podcast-Folge dann was Neues drin ist, sondern weil sich in dir etwas weiterentwickelt hat. Und dadurch kannst du im Außen was Neues wahrnehmen. Deswegen gibt es verschiedene Dinge, die ich immer wieder und wieder und wieder sage, weil irgendwann kommt der Moment, dann macht's Klick. Und dann denkst du dir, ja. Wow, Alter, krass, Fülle. Oh, es war ja schon immer da, aber ich fang's gerade an zu realisieren. Oh, so einfach war das? Nee, komm, kann doch gar nicht. Krass. Alter, so am letzten Samstag, ey, ich bin durch die Bude gehüpft. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich hab das mit Nana und mit Mila, mit meiner Frau und kleinen Tochter, ich hab das so gefeiert, diese Bewusstheit, weil ich diese Fülle auf einer völlig neuen Ebene realisiert hab und denk, oh, shit. Da geht ja noch mehr. Alter, und wenn das schon geht, was geht denn dann noch? Und wie viel mehr von dieser Fülle kann ich denn in die Welt bringen? Wie viel mehr kannst du denn diese Fülle in diesem Podcast mit anderen Leuten teilen? Und dadurch, dass andere Menschen in Berührung damit kommen, erleben die mehr Fülle in ihrem Leben. Erleben ein besseres Leben. Dann habt ihr eine Grundlage, wo ihr euch austauschen könnt über Fülle. Dadurch sprecht ihr über Fülle. Energie fließt in Fülle und du erschaffst mehr Fülle. Und boah, ich finde das so faszinierend. Das ist so bewegend. Oh, werde ich ganz begeistert. Ja. Cool. Alter. Ich frage mich auch immer, wie viel mehr darf ich noch entdecken in den gleichen Sätzen? Ja. Wie viel mehr darf ich noch dahinter blicken? Und ich glaube, das hört doch niemals auf. Es hat einen Grund, warum Bob Proctor bis heute, seit 58 Jahren, jeden Tag das Buch Denke nach und werde reich liest. Ja. Das Buch verändert sich nicht. Das hat nicht plötzlich 400 Seiten mehr, sondern er selbst heute erblickt er das Buch einfach immer wieder als eine neue Person. Von Mal zu Mal zu Mal zu Mal zu Mal. Ich habe damals, als ich angefangen habe, von dir gecoacht zu werden und TIA zu machen, habe ich mir ganz viele Post-its-Zettel immer an meinen Fernseher geklebt, weil ich das Workbook immer auf meinem Fernseher auf hatte und habe dann immer wieder teilweise in der ersten Woche, wo ich mich mit der gleichen Lesson immer wieder beschäftigt habe, immer wieder die gleichen Sätze nochmal weiter hinterblickt und mir dazu wieder einen neuen Post-it drangehängt, bis irgendwann der komplette Fernseher am Rand voll war. Und ich irgendwann gesagt habe, okay, ich muss jetzt vielleicht irgendwie mal das woanders hinhängen. Das war gut. Ja. Du erinnerst mich gerade an einen Klienten, mit dem habe ich einen Coaching gemacht letzte Woche und wir haben nur über Fülle gesprochen, vielleicht eine halbe Stunde, ja eine Stunde ungefähr, und dann heute ist der 6. November, er hat am 5. November mir geschrieben, dass nur durch dieses eine Gespräch über Fülle hat er etwas in sich gefunden und etwas in sich realisiert. Und er hat bereits am 4. die Hälfte von dem vorherigen Monatseinkommen verdient. Und das vorherige Monatseinkommen war das 17-fache Monatseinkommen von dem, wo er vor 6 Monaten begonnen hat, mit mir zu arbeiten. Und davon hat er jetzt die Hälfte schon am 4. des Monats verdient. Und der wird so enorme Ergebnisse haben am Monatsende, weil der plötzlich in sich realisiert hat, oh Gott, es hat Klick gemacht. Alter, Fülle! Und bam, auf einmal erlebt er Fülle. Und das geht dir auch so. Echt, tu das nicht nur als Wissen annehmen, sondern tu das integrieren und tu das anwenden. In dem Moment, wo du das fühlst, kommst du in eine andere Handlung. Du beginnst auf eine neue Art und Weise zu denken.
und dann erschafft dir Fülle in deinem Leben. Es ist eine Fülle an Info. Wir, keine Ahnung, ich glaube, wir würden beide jetzt am liebsten noch 1,5 Stunden über dieses Thema reden. Ja. Ah, für diese Podcast-Folge ein bisschen lang. Aber es ist ein faszinierendes Thema. Klick dich rein, tune dich rein in die Fülle und erlebe die Fülle in jeder Zelle deines Körpers. Erlaub dir das. In der Tiefe deines Herzens diese Fülle und diese Dankbarkeit, dass Fülle dein Geburtsrecht ist, das zu erleben und dann zu realisieren, wie du mehr und mehr Fülle wahrnimmst, die Fülle, die eigentlich schon da ist und dir erlaubst, immer mehr Fülle zu erschaffen. Mega gut. Was für eine schöne Folge. Vielen Dank, Max. Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank, liebe Sehr Zuhörer. Schön. Teile das, like das, teile das, teile es mit Freunden, Bekannten bei Facebook, wo auch immer, lass andere daran teilhaben. Das ist, wir machen das nicht für uns, sondern wir machen das für euch. Wir lernen auch immer wieder dazu, weil wir uns das selber auch anhören. Aber der Grund, warum wir das machen, ist, wir machen das für dich. Und das ist schön. Von daher, fühl dich frei, das zu teilen, die Fülle weiterzugeben, um mehr Fülle zu erschaffen. Und dann bis zur nächsten Folge. Wenn du mehr über unsere Coaching-Programme wissen möchtest, schick uns eine kurze Nachricht und dann erzählen wir dir auch gerne davon. Perfekt. Und noch kurz zum Abschluss. Die Folgen kommen jetzt, es war ja so ein leichter, unregelmäßiger Rhythmus in letzter Zeit. Wir haben jetzt endlich einen Rhythmus gefunden, der für uns passt. Jeden Monat kommt eine Folge. Ja. Und dann immer wieder bekommt ihr mal eine Bonusfolge. Genau, richtig. Aber damit kann man auf jeden Fall rechnen. Das ist dann schon mal das, was fix ist. Jeden Monat eine Folge und dann zwischendurch einfach so Bonusfolgen für nebenbei. Ja. Cool. Ja. So viel zu tun. Ja, so eine Fülle an Klienten und alles. Aber es kommen zwischendrin auch Bonusfolgen. Genau. Cool. Dann bis zum nächsten Mal und vielen Dank. Erlebe die Fülle.